Hallo, ich begrüße Sie hier zu einem weiteren Video zum Thema PowerPoint. Hier geht es darum, Bilder oder Archivbilder einzufügen und zu kombinieren. Sie sehen es ja hier unten schon in der kleinen Vorschau. Aber zunächst etwas hier zu dieser Präsentation. Das, was ich hier gerade als Video aufnehme, das gehört in eine Abfolge von ca. 20 Videos und Hilfestellungen in Form einer PDF-Dokumentation. Die können Sie sich herunterladen, wenn Sie rechts oben hier auf diese Informationsschaltfläche beim YouTube-Video klicken. Es kann ja sein, Sie sind über die YouTube-Suche oder über die Bildersuche oder über die Suche nach Videos darauf gestoßen, dann haben Sie natürlich nicht dieses PDF-Dokument. Rechts oben, wie gesagt, ist der Link. Wie das Ganze einzusetzen ist als Bildungsmaterialien, das erfahren Sie hier in dem Einführungsvideo. Das, was ich hier gerade aufnehme, bekommen Sie über den Link Video zum Thema. Und das, was hier unten steht, ist im Einführungsvideo beschrieben. Wir sehen es hier schon in dieser Vorschau, in dieser Folie, die ich hier als Screenshot eingebracht habe. Da sind im Hintergrund Wolkenkratzer zu sehen und da sind hier Bilder reinmontiert, so aus Spaß, was also deutet, es gibt also da vielfältige Möglichkeiten. Aber die wollen wir uns natürlich jetzt richtig in PowerPoint anschauen. Ich gehe dazu zu der Präsentation. So, da haben wir sie. Da ist das Bild hier unten und da lege ich dann eine neue Folie an, um Ähnliches zu zeigen, also ein Bild im Hintergrund. Und da werden dann Personen oder irgendwas anderes reinmontiert, so wie das hier auch geschehen ist. Rechte Maustaste da unten, wählt neue Folie. Und da haben wir dann hier die Möglichkeit, eine Überschrift zu schreiben, Bilder einsetzen. Das ist dann die Überschrift. Und hier unten haben wir dann die beiden Platzhalter hier. Da steht einmal Bilder und hier steht Archivbilder. Wenn ich hier auf Bilder klicke, dann habe ich die Möglichkeit, eigene Bilder zu nehmen, die irgendwo bei mir am Rechner gespeichert sind. Da sieht man auch irgendwo ein Jugendbild von mir oder aus der Zeit, wo ich noch jünger war. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein Bild. Da ist hier irgendein Platz in Bulgarien, wo ich mal war. Nehmen wir mal dieses hier. Da kann man eine Person auf dem Weg positionieren. Irgendein Königspalast, so aus den aus der Zeit vor ca. 100 Jahren. So, da ist das von mir selbst aufgenommen, vor einigen Jahren. Und da habe ich dann wohl auch das Recht dazu, weil das ja öffentlich zugänglich ist. So, hier haben wir die Parkanlage hier, wo ich da war. Und habe ich jetzt eingefügt, habe es auch vergrößert. Und das kann man sehen, wenn man hier auf die Ecken geht, kann man das also größer machen oder kleiner machen. Ich kann es auch drehen, wenn ich hier oben hingehe. Ich habe auch verschiedene Möglichkeiten, hier noch Effekte einzubringen. Da sieht man, jetzt habe ich also runde Ecken oder hier so ein bisschen an der Seite. Lässt sich also hier vieles machen. Die Korrekturen haben wir hier. Da kann man also hier die Farbpalette so ein bisschen verschieben. Also ich will das jetzt nicht übertreiben. Ich lasse es einfach mal so, wie es ist. Stelle es auch wieder hin, dass es gerade ist. Gerade steht. Das kann man hier also ohne Probleme ausprobieren. Jetzt hatten wir ja eben gesehen, dass ich da ein weiteres Bild reingebracht habe. Und das geht im Prinzip, wenn ich jetzt nicht den Platzhalter einsetze, auch über das Register einfügen. Und da steht hier Bilder. Und da nehme ich jetzt mal die Archivbilder. Und da habe ich hier eine ganze Reihe von Bildern, dazu zählen auch die Wolkenkratzer, die ich da eben gezeigt habe. Das, was ich hier jetzt einfügen könnte, das sind einmal die Bilder, wie hier die Wolkenkratzer. Es gibt Piktogramme, es gibt Stickers, es gibt Illustrationen, kann man sich alles ausprobieren. Oder das, was hier besonders interessant ist, im Rahmen von der Möglichkeit, Bilder zu kombinieren, ausgeschnittene Personen. Die kann man natürlich auch, was hier zu sehen ist, selbst aufnehmen, wenn wir dann im späteren Zeitpunkt dann auch mit Freistellungen arbeiten. Sie sehen hier bei den Personen gibt es hier verschiedene
Figuren. Wenn ich hier auf Noah gehe, dann ist das diese Person hier. Wenn ich auf Melanie gehe, ist es diese Dame oder Lance. Also man hat hier die Möglichkeit, verschiedene Personen auszuwählen. Und wenn ich hier die Melissa in den Park bringen will, dann suche ich mir hier eine Haltung aus. Sie könnte also hier beispielsweise das untere Bild könnte sein. Das Karo-Muster im Hintergrund deutet eben an, dass da eine Freistellung erfolgt. Das heißt, da ist keine weiße Farbe im Hintergrund, sondern gar nichts. Das heißt, ich sehe wirklich nur diese Person, die ich jetzt einfüge, über die Schaltfläche einfügen. Und da ist sie, man sieht sie hier. Jetzt kann ich die kleiner machen, also um die Melissa ist also hier nichts weiter. So, und jetzt steht sie hier und gibt da ihre Pose da im bulgarischen Park. So, das ist also eine Sache, will ich hier nicht viel erklären. Das muss man einfach selbst mal ausprobieren. Auch das, was hier im Menüband zum Bildformat steht, habe ich ja eben schon angefangen. Wenn da also die Farbpalette eben nicht ganz zueinander passt, lässt sich hier über Korrekturen was machen, dass die Person oder irgendein Gebäude freigestellt wird, das haben wir hier vorne. Das ist also eine Sache, sollte man also hier nicht großartig versuchen zu erklären, das muss man einfach selbst ausprobieren. Einen entsprechenden Link zur Freistellung habe ich auch angegeben, rechts in dem Teil, in dem PDF-Dokument. So viel dann dazu. Ich gehe da mal zurück zur Präsentation und klicke nochmal darauf. Dann sehe ich mein Abschlussbild. Da steht Prevent PowerPoint Intoxication oder Prevent PowerPoint Intoxication. Und darunter, das will ich übersetzen, möge die Kreativität mit Ihnen sein. Das gilt natürlich insbesondere beim Einsatz von Bildern. Man kann viel machen. Beim Einfügen von Bildern und Grafik ist viel zu beachten, besonders das Urheberrecht, auch Persönlichkeitsrechte. Und das ist aber ein großes Thema, was an separater Stelle bearbeitet werden muss. Ich kann hier nicht so nebenbei juristische Erklärungen liefern. In diesem Sinn, mit dem Spruch, möge die Kreativität mit Ihnen sein, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.